Okay, und nochmal. Hier können wir ablegen. Und uns das wiederholen. Braucht man eigentlich gar nicht, oder? Wir haben das jetzt für ein Goldstück letztendlich gemacht. Und wie kommen wir hier eigentlich wieder hin? Ach, die da oben, ne? Dann. Ne, von hier nicht, irgendwo von hier. Ne, von hier. Ja. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man hier die anderen Wege gehen kann. Also da gehen noch oben noch andere Wege lang. Hier alle Wege probieren. Ach doch, hier, genau, hier waren wir schon. Was bringt einen nur nach hier? Und da bräuchten wir Schlüssel 9 und den haben wir nicht, ne? Gab es nicht irgendwo eine Stadt des 9. Schlüssels? Und für so ein bisschen Gold, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das vielmehr dazu da, um dann die Mauern da wegzuätzen und dann weiterzukommen. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier alles abgesucht hatten. Ich suche gerade mal jedes Feld ab, deswegen gehe ich nur so Schritt für Schritt. Ach genau, hier waren wir auch schon. Aber weiter kommen wir nicht, ne? Und sind wir hier dann nicht weitergekommen? Nee. Wie kann man diese Stadt erreichen? Was ist das da eigentlich? Ein Reisebüro. Wer vorher eine Reise gebucht hat mit dem Telefon, kann sich hier die Reiseunterlagen abholen. Okay, so abgelegen ist diese Gegend dann anscheinend doch nicht, wenn da sogar ein Reise. Okay, ja, stimmt, wir müssen ja unsere Freundin Judith besuchen. Das heißt, wir sollten eine Reise buchen. Die müssen wir mit dem Telefon buchen. Und dann müssen wir hierher kommen und die Reiseunterlagen abholen. Okay. Das könnten wir hinkriegen. Kommen hier aber jetzt nicht hin, ne? Also wieder zurück. Und hier geht's echt nicht hoch. Das sieht so aus. Irgendwie hier. Naja. Dann schwimmen wir wieder. Ach, und jetzt können wir mal den Einstieg da benutzen. Den hatten wir eben uns nicht getraut, oder? Der Schacht. Wir brauchen Schlüssel 9. So ein Mist. Da ist ein Telefon. Und da unten noch eins. Ein Telefon. Damit kannst du deine Geschäfte erledigen. Reisen buchen, die Feuerwehr rufen. Und. Wow, was ist das? Die Bombe? Das war heftig, das Geräusch. Reise buchen, die Feuerwehr rufen. Und vieles anderes mehr. Manchmal klingelt es auch. Da musst du sehen, dass du schnell. Hä? Es klingelt. Musst du sehen, dass du schnell an den. Nein, ich will ans Telefon gehen. Ich komme nicht ran. Wie cool ist das denn? Ich habe sogar zwei Apparate hier. 124, ist das die Telefonnummer oder so? Die da unten im Sand steht. Okay, aber hier. Oh, wir können jetzt rübergehen. Und die Monster auch? Wieso das denn? Haben die auch ein Amulett oder was? Oh Mist.
Nein, wir sind. Wir werden sterben. Wir werden alle Leben verlieren. Weil das Monster darüber kann. Können wir irgendwas tun? Ach. Okay, müssen wir nochmal laden. Ich mache mal ablegen bei der Munition, dabei würde es reichen zu benutzen. Und diesmal mache ich das nicht mit dem Ausrufezeichen, oder? Das gab doch nur ein Gold. Hier kommen wir allerdings immer noch nicht rüber. Stattdessen gehen wir jetzt wieder hier. Mist. Unten. Jetzt. Okay, die war hier auch schon gesperrt. Die Brücke. Gehen wir doch mal nach rechts weiter. Haus des zweiten Blicks. Auf dem ersten Blick sieht das Haus des zweiten Blicks ganz nett aus. Aber auf den zweiten Blick, wenn ich da diese 150.000. Auf den zweiten Blick, wenn ich da diese Androiden gleich schlüpfen sehe, dann doch nicht mehr. Was passiert, wenn ich hier durch den See schwimme? Nicht viel, ne? Kann man hier nicht viel machen, oder? Oh! Händlers Lichtung. Was gibt's denn da oben? Boah, die Musik ist ein bisschen laut. Leerer Eimer, der gegen den Strom schwimmt, kann ihn vielleicht mit etwas Nassem füllen. Cool. Eine Schaufel, damit kannst du in der Wüste für Ordnung sorgen. Okay. Und wenn wir hier die entsprechenden Schlüssel irgendwann haben, dann kommen wir auch zur Straße, wir kommen zum Bärenfeld. Hier wieder ein Telefon. Dann kannst du deine Geschäfte erledigen, Reisen buchen, die Feuerwehr rufen. Vielleicht klingelt es auch, da musst du schnell. Ja, das kennen wir. Hier noch einen anderen Weg. Da konnte man nur hier durch. Wir haben eine ganze Menge Säureflaschen. Wir könnten hier warten, bis die Typen alle gestorben sind. Wir könnten sogar mit nur zwei Säureflaschen hier ganz durchgehen. Ja, das ist noch besser. Damit öffnen wir uns sowohl den Weg zum Haus als auch zum rechten Screen. Und wir haben 6 Stück. Jetzt schützen uns die Barrieren mal, anstatt dass sie uns hinderlich sind. Feuer. Oha. Das macht mir gerade irgendwie Angst hier. Kann man ans Telefon gehen? Nee.
breitet sich das Feuer aus. Was passiert, wenn die Androiden schlüpfen? Das will ich nicht. Ja, das Feuer hat sich ausgebreitet, habe ich gesehen. Ja, dann vielleicht warten wir hier einfach mal ein bisschen. Kann man über diese Barrieren schießen? Muss ich mal ausprobieren. Ja, cool. Müssen wir jetzt nur warten, dass die anderen beiden mal antanzen. Und dann können wir einen ersten Blick in das Haus des zweiten Blicks werfen. Und der letzte... Na komm schon. Hat er uns noch nicht entdeckt? Jetzt vielleicht mal, ja komm. Und so. Erstmal kurz gucken, kann man hier unten auch weitergehen irgendwo? Jo, hier kommt man weiter. Ah, genau, dann sind wir wieder da. Okay, aber gucken wir mal rein. Ach nee, wir haben ja den... Wir haben unseren Schlüssel damals abgelegt. Mussten wir ja. Ob wir da je wieder zurückkommen zum Anfang? Okay, ich hoffe, wir sind so sicher. Ausrufezeichen, ach, das liegt da. Ersetzen wir das doch mal durch was anderes hier. Das Feuer. Gefährliche Flammen bahnen sich ihren Weg durch Räume, Wälder und Gestrüpp. Du kannst versuchen, sie mit etwas Wasser zu wendigen, ist allerdings der Brand zu groß und das aller Wahrscheinlichkeit nach umsonst sein. Doch wozu gibt es die Feuerwehr? Ach, ich kann die Feuerwehr rufen. Ich kenne die Nummer nicht. Und wie kann ich das überhaupt benutzen, das Telefon? Ach, ich brauche bestimmt Geld, ne? Hätte ich jetzt Geld? Okay, was passiert? Kommt das Feuer durch den Strom? Und was ist hiermit? Schlichte Asche. Na, da kommt es nicht durch. Ist doch eigentlich ganz nett, oder? Das zerstört uns jetzt die Monster und alles. Ich hoffe, es zerstört nicht unsere Items. Nicht. Das wäre nicht so schön, wenn das auch Items zerstört. Ah, Mist. Tut es doch.
Nein, unsere Tankraumteile. Aber kriegen wir das noch umgangen, das Feuer? Könnte gut sein, ne? Über die Asche kann man doch bestimmt laufen. Langsam wird's doof. Ah, da unten. So. Ja, wir haben blöderweise ein paar Tankraumteile verloren. Hier ist die Haltestelle. Ich habe vorhin auch schon andere Haltestellen gesehen, glaube ich. Also zumindest haben Busse irgendwo gehalten. Durchgehen, glaube ich. Das ist ein schönes Sounderlebnis gerade. Okay. Unter links, wenn wir da ätzen und Schatten. Ne, ich glaube, kommen wir auch nicht weiter. Könnten wir hier durchätzen? Machen wir einfach mal. Ah, ist blöd, dass wir ein paar Tangram-Teile verloren haben. Fünfhunderttausend. Vielleicht sind wir hier deutlich früher, als man hier sein soll. Hier gibt's Teleporter. Oh. Wir sind wieder zurück. Okay, haben wir... Wir haben nur eins davon. Ich will gerne wissen, was das uns bringt. Wir könnten einen Duplikator benutzen. Dann haben wir alle Teile dafür, oder? Nee, uns fehlen... So ein Mist. Ey, ich glaube, wir haben da genau so viel verloren an Tangram-Teilen, dass wir das jetzt nicht gebaut bekommen. Das ist sehr ärgerlich. Ich würde sagen... Oh, wir haben jetzt Geld. Wann haben wir das denn eingesammelt? Hatten wir nicht eben noch ein... Telefon benutzen wollen und das ging nicht. Ah. Okay, das... Mit dem Amulett können wir die großen Steine überqueren, aber diese kleinen noch nicht. Wenn wir irgendwann die kleinen überqueren können, dann müssen wir hier nicht hochschieben. Haben wir da vielleicht genug Teile für... So eins. Nee. Ja, uns fehlt dieses eine. Eine Teil fehlt uns. Jetzt bin ich wieder sehr ratlos. Was soll ich machen? Wo haben wir... Wir haben am Ort der vielen Treppen zuletzt gespeichert. Wir könnten das wieder laden.
haben natürlich jetzt viel erkundet in der Zwischenzeit. Wir haben Schlüssel 7. Wir könnten zum kleinen Dorf. Und das mal probieren. Wir haben drei Speicheruhren. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt. Aber das mache ich dann, glaube ich, erst in der nächsten Aufnahme. Also ich speichere mal unter einem neuen Spielstand. Falls wir uns irgendwann entscheiden, doch nochmal in den anderen Bereich zu gehen, können wir das ja gerne machen. Ach, wir kommen da auch ganz einfach wieder hin, oder? Boah, ist ja jetzt langsam. Wir müssten da eigentlich ganz einfach wieder hinkommen, indem wir wieder hier, entweder hier durch. Und dann sind wir wieder bei den Treppen und so weiter. Das sollte also nicht das Problem sein. Ja, okay, dann beende ich jetzt hier mal die Aufnahme und bis zum nächsten Mal.